Ja, ich weiß doch, wie gern ihr die dicken Dinger mögt und dementsprechend habe ich heute eine ganz besondere Folge ja schon fast dabei. Hier die Montana und weil die Montana alleine gefühlt nicht dick genug ist, hat er sich gedacht, ich brauche noch Unterstützung. Deswegen hat er eine Yamato dabei und noch eine weitere Montana. Also wirklich, da ist mal ordentlich Feuer dahinter. Kate ist Tränen der Wüste und der Spieler ist der UMVD Rambo. Vielen Dank, dass du mir hier das Video hast zukommen lassen. Gut, wir legen los. Wir geben ein bisschen Gas. Und gerade natürlich die Montana ist so das Schiff, das am Anfang bestimmt nicht am schnellsten ist. Deswegen gehen wir jetzt in die Live-Action. So gesehen 2 Minuten geskippt. Wir sehen, halbe Fahrt ist er mit 14 Knoten unterwegs. Ein Monster von einem Schiff. Natürlich wird hier AP geschossen. Alles andere wäre auch eher verwunderlich. So, die Des Moines. Von der Distanz her kein Problem. 17 Kilometer. No problem. So, jetzt wird hier ein bisschen vorgehalten. Die Schüsse sind unterwegs. Und schauen nicht schlecht aus, kommen sehr, sehr gut. Oh, 46.000 Damage weg. Drei Zitadellen. Alter Verwalter. Des Moines, es tut mir leid, aber das war schön. Alter, das. Oh, wenn ich da in der Des Moines sitzen würde, ich würde ja sowas von kotzen. So ein dicken Hit. Auf die Izumo könnt ihr drauf. Die ist nämlich gar nicht so schnell unterwegs. Aber scheinbar für ihn noch zu schnell vom Vorhalten. Er hält jetzt hier. Ich bin gespannt, ob die treffen. Ne, dachte ich mir doch. Aber man sieht trotzdem, dass er so weit gefühlt vorgehalten hat. Hätte es aber bei weitem nicht gelangt. Also die sind dahinter eingeschlagen. Jetzt Pferde aber dementsprechend Backbord und hat da gleich deutlich mehr Fläche zum Vorhalten und draufschießen. Also das könnte jetzt deutlich besser funktionieren, diesmal auf die Izumo. Schüsse sind jetzt wieder alle da. Vorhaltewinkel sollte passen, sind jetzt in der Luft. Und wir schauen mal, wie die diesmal jetzt nun kommen. Die kommen deutlich besser, treffen das Vorderdeck. Und 4 Treffer, 12.000 Damage. Ja, schöne Nummer, würde ich mal sagen. Er reduziert jetzt auch gerade wieder ein bisschen die Fahrt, um weiterhin wirken zu können. Die Izumo wiederum dreht da ab. Reload-Zeit der Montana mit knapp 26 Sekunden auch sehr ordentlich. Die 4 Zieltreffer haben wir jetzt leider nicht gesehen, wie viel Schaden die angerichtet haben, aber wird bestimmt auch wieder ein bisschen was gewesen sein, weil die Montana nicht für wenig Damage bekannt ist. So, jetzt wird auch die Montana mal langsam da ins Feuer genommen und vor ihm kommt eine Ibuki oder auch eine Iowa. Ich denke mal, dass er sich fast auf die Iowa konzentrieren wird. Ist übrigens seine Ansicht, also so spielt er wohl. Zwar jetzt nicht so mit den Bugs und Glitches, die man hier so sieht. Die Mogami will er zuerst haben, weil er weiß, okay, die geht mir danach nicht mehr auf den Keks. Nicht schlecht gedacht, da braucht auch nur ein oder zwei Schüsse treffen, dann langt es auch. Doch zwei, aber es hat nicht gelangt. So knapp. Ein Dritter, den hätte es noch gebraucht. Jetzt die Frage, geht er nochmal auf die Mogami oder? Ja, scheinbar, weil die Mogami auch so fährt, dass er dementsprechend gut draufkommt. Hinter ihm die Ibuki. So, jetzt wird weit vorgehalten. Aber jetzt ist es schon zerstört. Hat auch nur mit 2 der 4 Kanonen auf die geschossen. Gut vorhergesehen, dass er jetzt dann weiterhin noch Schüsse hat für die Iowa.
Oh, die Ibuki, wenn die hinter ihm rumkäme, das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für ihn. Und tatsächlich, die kommt hinten rum. Er muss drehen, er muss drehen. Oh, das ist natürlich eine wahnsinnsgeile Distanz. Jetzt hat er sie gleich, jetzt kommt sie gleich rum. Und dann kann er wirklich mächtig drauf schießen. Bisschen zu schräg, aber sollte auch noch klappen. Schauen wir mal, was da die Einschläge besagen. Au, 8000 Schaden. Wie gesagt, da war die Schräge das Glück für die Ibuki. Wenn sie ein bisschen seitlich gekommen wäre, dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, die wäre locker weg gewesen. Dicker Hit jetzt, der er da einstecken muss, für zumindest die Verhältnisse, die er bisher gewohnt ist, hat jetzt glatt 23.000 weniger Hitpoints als noch zu Beginn. Jetzt bekommt aber die Amagi da mal was zurück. Und senken sich jetzt. Ah, zu wenig. Da muss mehr kommen. Da braucht er mehr Schaden. Das ist einfach nicht das, was er so sich erwartet. Ich würde weiterhin auf die Amagi schießen, weil die Amagi von der Fahrtrichtung deutlich besser zu ihm steht als alle anderen Schiffe. Aber auch die Amagi dreht jetzt bei. Ja, wobei. Schaut immer noch gut aus. Distanz natürlich mit knapp 18 Kilometer ist auch schon Holz. Jetzt heilt er sich hier da mal. Der Schaden ist verhältnismäßig okay, aber er braucht da gefühlt was Zwingenderes. Also da muss einfach dann doch irgendwie mehr kommen. Der Toaster will da seine leicht gebrauchte Ibuki verkaufen, also wer da Bedarf hat, Captain Toaster im Spiel anschreiben, der hat noch eine Ibuki am Start. Ist jetzt nur ein bisschen nass geworden mittlerweile, weil es irgendwo deutlich in einer Tiefe von, was weiß ich, wie viel Kilometern oder Metern liegt. Aber mit dem richtigen Bergungsteam kann man das bestimmt schon klar machen. So, jetzt die Iowa, die ist schön seitlich. Und er dreht jetzt hier Richtung Backbord ab. Er selber hat da scheinbar nicht getroffen. Der Gegner ist auch dramatisch in Führung liegend. 700 Tickets zu gerade mal 300, also da muss jetzt was passieren. Sie brauchen die Caps, sie brauchen die Kills, sie müssen da jetzt dementsprechend was machen. So, die Kakarol sehr, sehr nahe da verhältnismäßig. Aber schlecht die Torpedos geschossen, also da trifft lediglich einer, da hätte die Kakarol deutlich mehr partizipieren können davon. Allein schon, wenn sie nicht aufgegangen wäre, dann wäre er, aber natürlich jetzt durch das Beidrehen, muss er da ordentlich wieder Hits einstecken. Endlich kann aber auch mal die Iowa schön beschießen. Nochmal eine gute Salve und dann wäre die Iowa weg. So, jetzt hat er nachgeladen. Ah, nochmal ein kräftiger Schaden schon wieder. Und leider kriegt er jetzt immer noch nicht die Iowa weg. Aber da wurde sie zerstört von seinem Mate, der ihm da zur Unterstützung eilt. Der hier gleich seitlich von ihm kreuzt. Und auch noch deutlich besser im Saft steht mit 72.000 Hitpoints. Einzig und allein die Yamato, die ist schon weg. Die wurde schon auf den Grund der Weltmeere geschickt.
bisher macht er wirklich einen guten Schaden, aber es läuft einfach nicht mit den Zerstörungen. Also das muss man sagen, da hapert es noch gewaltig. So, die Kakarot ist schon wieder auf Beutejagd. So, vielleicht kriegt er die jetzt mal weg, aber da ist sie zu langsam. Da hat er ein bisschen schneller die erwartet, also dementsprechend hat er weiter vorgehalten. Kein Treffer da leider, aber wahnsinnig, wie weit die Sekundären einfach schießen. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorweg. Am Ende der Runde hat er 110.000 Schaden erhalten. Also da muss er schon einiges einstecken. Und da dürfte die Insel wahrscheinlich die Schüsse schlucken. Ich denke nicht, dass dieser so runterkommt, wie das brauchen würde. Doch, kommt. Oh, Wahnsinn, kriegt dann den Zitadellentreffer hin. Sehr gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Yamagi steht da jetzt, aber da kann gut auf die gewirkt werden. Dementsprechend ist sie jetzt auch zerstört worden. Der Phantom, der holt hier einen nach dem anderen und er schickt jetzt hier seinen Scout los, um da besser auf die Iowa zu kommen. Ich wiederum komme mit dieser Ansicht 0,0 klar, muss ich sagen. Also ich mag die gar nicht. Iowa fährt jetzt auch zwar in die Schüsse rein, aber ohne dass es einen Schaden anrichten kann, leider. Die Montana gegen Iowa jetzt da, ich will es nicht sagen im Close Combat, aber deutlich näher schon dran. Da die nächsten Schüsse, die könnten ganz gut kommen. Aber auch wieder hier 4 Zieltreffer, aber kein Durchschlag. Also man sieht einfach nach wie vor, wie wichtig das Thema Positionierung auch ist. Ich nehme jetzt mal zwar nicht an, von Iowa war das geplant, aber unterm Strich klappt es halt dann doch. So, 14 Kilometer, jetzt langsam eine deutlich schönere Distanz. Jetzt liegen sie ticketsmäßig auch vorne und jetzt ist lediglich die Iowa das letzte Schiff in dieser Runde. Die Runde endet bei 4:45, also mit dem nächsten Schuss werde ich mich dann auch verabschieden und es einfach langsam in Slow-Mo dann durchlaufen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine 200.000 Damage-Runde und ob er noch einen Kill oder nicht bekommt, sehen wir jetzt. Viel Spaß! Gegnerische Schlacht.